Hallo ihr Lieben, hier jetzt mein leider etwas verspäteter Lesemonat Dezember. Meine Stimme mag endlich wieder. Ich hoffe, es reicht auch für dieses Video. Ich habe im Dezember sehr viel gelesen, was vor allem damit zu tun hat, dass ich endlich auch mal Urlaub hatte. Ich habe ein paar Reihen beendet, andere neu angefangen und vor allem habe ich mich auf meine Rezensionsexemplare gestürzt. Ich wollte nämlich mit null rausgehen, also zumindest annähernd. Also habe ich mich auf meine Print-Rezi-Exemplare gestürzt und die alle weggehauen. Ich habe wieder wunderbare Bücher entdeckt. Von wunderbaren Autoren. Es waren aber auch ein paar Enttäuschungen dabei. Und das letzte Buch des Jahres wäre fast noch ein Highlight geworden. Ganz knapp dran vorbei. Aber es war wirklich, wirklich gut. Also ich bin total dankbar, dass ich so viel lesen durfte. Und vor allem auch so viel wieder querbeet. Na, es sind Romane dabei, es sind Weihnachtsbücher dabei, obwohl relativ wenige. Es ist Science Fiction und Romantic. Romantasy ist auch ein kleines bisschen dabei. Sachbücher habe ich diesmal auch dabei gehabt. Und wie gesagt, Reihen beendet, Reihen angefangen. Und was ich euch ganz besonders eben ans Herz legen möchte, ist Endling. Ich will auch für das Buch in der Leserunde lesen. Und ich fand das Buch wirklich richtig toll. Vor allem, weil diese Zukunftsvision, die da gesponnen wurde, so realistisch wirkt. Erschreckend realistisch. Und ja, davon abgesehen, wirklich, also kunterbunt, auch bei den Bewertungen, alles dabei. Und ja, auch wieder Abbrüche. Ich hoffe, ihr hattet einen wunderbaren Lesemonat und habt jetzt auch viel Spaß mit meinem Lesemonat gehabt. Und wir hören uns bald wieder. Tschüss!